Bevor das Video startet, ein kleiner Hinweis. Schaut doch mal gerne auf unserem Zweitkanal vorbei. Dort reden wir über GTA 6, über News, über Leaks, über Gerüchte, über alles, was es denn da zu diskutieren gibt. Wir können auch gerne mal zusammen eine Runde GTA 5 spielen. Also guckt doch gerne mal vorbei, lasst ein Abo da und dann würde ich mal sagen, viel Spaß mit der Episode. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit dem Fred. Dieser Tag musste ja irgendwann mal kommen, zwangsläufig, auch wenn ich mir ziemlich viel Zeit gelassen habe, ist dieser Tag nun da. Ich bin tatsächlich maxed. Auf der einen Seite natürlich alle Helden, die Truppen, Belagerungsmaschinen, Zauber und das Rathaus. Ihr seht es, es ist alles maxed, da fehlt einfach nichts mehr. Und was kommt denn noch hinzu? Das... Alle Arbeiter sind verfügbar. Ich habe immer noch 7185 Medaillen und ich kann nichts mehr machen. Das gleiche gilt natürlich fürs Nachtdorf. Hier kann ich... Oh doch, da kann ich immer mal wieder die Sachen einsammeln. Das sollte man auf keinen Fall vergessen. Deswegen kloppe ich jetzt auch mal den Schub noch rein, damit halt der Turm noch ein bisschen weiterläuft, weil natürlich dann auch unsere Gemmine ein bisschen schneller läuft und ein bisschen mehr Juwelen produziert. Ja, es ist... Ich habe schon öfters gesagt. Ein Problem... Was Clash of Clans hat seit einiger Zeit, ist, dass es keinen richtigen Endgame-Content gibt für die Spieler. Dafür waren ja eigentlich die Supertruppen gedacht. Die Supertruppen waren ja dafür da, dass die Leute dann quasi Dunkles dafür ausgeben, dass sie dann auch wieder einen Grund haben zu farmen, dass die Leute wieder einen Grund haben, halt Ressourcen zu sammeln. Das ist leider gescheitert, einfach aus dem Grund, die sind erstens sind sie zu günstig und zweitens sind sie meiner Meinung nach auch nicht... Vom Umfang her sind sie meiner Meinung nach auch nicht ausreichend, um die Spieler halt dazu zu bringen, dann weiterzuspielen, weiß ich nicht. Ich kann ja für mich sprechen. Ich persönlich sehe da keinen Grund, diesen Account jetzt aktuell noch großartig weiterzuspielen, weil mir halt irgendwas fehlt. Also ich weiß es nicht. Also das Einzige, was mich dann noch bei der Stange hält und was mir im Endeffekt was noch dafür sorgt, dass ich noch weiterspielen würde, wären halt die Friendly Challenges im Chat. Weil das schnell geht. Du musst die Truppen nicht bezahlen, du musst nur die Clanburg austauschen gegebenenfalls. Ansonsten musst du halt darauf achten, dass deine Helden nicht pennen. Aber ansonsten... Viele der Sachen, die sie eingeführt haben mit der Zeit, sind ja immer gleich geblieben und haben sich nicht verändert. Also was meine ich? Habe ich ja gestern schon gesagt, CW ist nicht, hat sich nicht großartig verändert. Das Spielprinzip ist gleich geblieben, wobei ich das natürlich verstehen kann. Weil der CW nun mal so wie er ist er gut. Als Teil von Clash of Clans nur halt... Irgendwann wird er natürlich auch langweilig, weil es ja immer das Gleiche ist. Ne? Du hast immer den CW, da passiert dann sonst nichts und so weiter und so fort. Oh, wir haben sogar noch die Punkte geholt. Ja, also. CWL ist wie ein CW, nur dass es da kein Matchmaking gibt, sondern eine Liga gibt. Ja, du hast nur einen Angriff, du machst dann halt deine Angriffe die Woche durch und ja, das ist dann das. Oh, wir haben übrigens noch eine Juwelengiste, jawohl. Aber sonst noch was. Das Einzige, was mich wirklich noch reizen würde, wäre, die Achievements zu holen. Alle, die noch fehlen. Okay, Clanspiele, das ist nicht mehr ganz so weit. Das kriege ich, glaube ich, hin. Zauberspenden, da müsste ich mir eigentlich schon den Goldpass holen. Das wäre sonst nicht mehr machbar. Jetzt ist ja die Frage, das ist so das Geile. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Soll ich Made in München angreifen? An die Latte. Oh mein Gott, das ist ein sehr kreativer Name, so will ich es mal sagen. Da kommen natürlich wieder einige, die sagen, push doch mal in Legend und so weiter. Aber im Endeffekt, wenn man sich das mal überlegt, das Prinzip des Pushens ist auch seit das Spiel draußen ist gleich geblieben. Das Einzige, was sich, ja gut, klar, was sich natürlich irgendwann verändert hat, ist, dass Project Blue Skies reinkam, dass du dann diese 8 Angriffe hast pro Tag. Aber auch da fehlt mir irgendwie der Anreiz, weil es dafür ja auch keine Belohnungen gibt. Also bedeutet, ob ich jetzt 300. bin in Deutschland oder 500. bin oder 10. bin, das bringt mir ja nichts. Da hab ich ja nichts von. Und das ist ja auch wieder das gleiche in Grün, dass du pro Tag deine 8 Angriffe durchdreschen musst. Das fühlt sich dann auch wieder sehr wiederholend an. Du drischst deine 8 Angriffe durch, am nächsten Tag drischst du dann wieder deine 8 Angriffe durch. Dann drischst du wieder, du hast ja auch noch nicht mal was vom Liga-Bonus. Vom Sternbonus hast du nichts, du hast von gar nichts was. Das ist so das Problem. Viele andere Spiele machen es gut. Viele andere Spiele, ich kann jetzt mal ein Beispiel nennen, zum Beispiel Diablo. Diablo 2 habe ich damals so gesuchtet. Diablo 2 hat hatte so ein System, was halt für Endgame relativ gut war. Bei Diablo hattest du 3 Schwierigkeitsgrade. Wenn du die 3 Schwierigkeitsgrade durchhattest,
Ja, dann hast du quasi dadurch, dass du deine Ausrüstung immer noch verbessern wolltest und so weiter und so fort, hattest du eigentlich den Ansporn, immer weiter zu spielen, selbst wenn du das Spiel schon durch hattest, hast immer weiter noch gegrindet. Das war so cool. Und sowas würde ich mir halt auch für Clash wünschen, dass da irgendwie etwas für die Max-Spieler ist. Ich habe es ja auch in den Kommentaren gelesen bei Facebook. Da haben auch viele geschrieben, ey, irgendwie so richtig Ansporn weiterzuspielen habe ich jetzt auch nicht mehr. Deswegen, Nachtdorf ist ja auch das Problem. Nachtdorf ist, bin ich auch maxed. Im Nachtdorf bin ich schon viel länger maxed als im normalen Dorf. Da passiert auch nichts. Was natürlich gut ist, ich habe ja noch meinen Fredriksson-Account. Ich habe auch noch den 10er-Account. Bedeutet, da macht es schon noch richtig Spaß. Also das Farmen, zu sehen, wie sein Dorf weiter wächst und so weiter. Die Sachen auszubauen, die Helden auszubauen, die Gebäude auszubauen, die Truppen zu leveln. Den Loot zu farmen und so weiter, das macht schon richtig Spaß. Bei den Clan-Spielen die Sachen zu sammeln, das macht ja alles Spaß. Es geht ja im Endeffekt nur um den Endgame-Content, der meiner Meinung nach nicht so gegeben ist. Und jetzt müssen wir mal irgendwen mitnehmen hier. Ich weiß ja nicht, was ich machen soll. Soll ich auf Pokale gehen? Soll ich auf Loot gehen? Loot bringt mir ja gar nichts mehr. Wenn wir davon ausgehen, das nächste Update kommt Ende März. Das sind noch 2,5 Monate noch. Das wird noch eine lange Zeit. Das Einzige, worauf ich mich jetzt wirklich freuen kann, ist erstmal 22.01. Boom Beach Frontlines Playtest. Hoffentlich werde ich angenommen. Ah, oh, das wird schön. Das wird schön. Diablo Immortal wünsche ich mir auch noch, dass man da mal Neuigkeiten hat. Wann denn es da... Was soll ich machen, wann es da mal weitergeht? Ich weiß nicht, wen ich mitnehmen soll. Ich würde auch gleich gerne noch in den anderen Account... in den Fredriksson-Account, weil wir da ja wirklich noch ein bisschen farmen müssen. Da habe ich, glaube ich, sogar noch einen Arbeiter frei. Ja, oder vielleicht sogar zwei. Ich weiß nicht. Wir machen das jetzt wie folgt. Ich drücke maximal dreimal weiter und dann greifen wir an. Ah, dann nehmen wir den doch. Dann nehmen wir den doch mal mit hier. So. Ich habe einen Plan. Und der Plan sieht aus, dass wir mal eben ein bisschen aufräumen. Und jetzt kommt der Held. 1, 2, 3. Alle Helden hinterher. Ich möchte die Luftabwehr haben und ich möchte den Feger haben. Und vielleicht auch noch etwas mehr. Wer weiß. So, zack. Da kommt schon mal was raus. Feger ist kaputt. Ja, wir könnten vielleicht sogar... Ja, wir kriegen die Adler-Dev noch. Wir werden die Adler-Dev bekommen. So, Adler-Dev ist weg. Schönes Ding. Gladi wird jetzt gleich kaputt gehen. Wo ist der König? Ach, der König läuft da außen rum. Der läuft da außen rum. Was wir jetzt noch tun müssten eigentlich wäre... Moment, haben wir noch Klamburg-Truppen? Da sind noch welche. Magier. Ohne Päcker. Magier und eine Päcker. Aber die Päcker ist jetzt gleich sowieso... Ah, die sind alle weg. Die sind alle weg. So, zack. Zack. Jetzt müsste ich da mal eben ganz kurz die Königin wegkloppen und noch den Rest davon. Ja, ist weg. Wir wollen ja nämlich tunneln, damit unsere restlichen Truppen auch alle möglichst schön in die Mitte reinfliegen. Jetzt wird die Luftabwehr gleich auch noch weg sein. Passt auf. Passt auf. Ja, die ist auch weg. So. Aber ich weiß noch nicht, ob das reicht. Nein, da vorne ist noch was. Oh, da vorne ist auch noch was. Beeilt euch doch mal ein bisschen. Hallo. Beeilung. Bitte, kümmere dich um die Zauberfabrik, um die dunkle. Bitte, schneller. Schneller, schneller, schneller. Hallo. Schneller, Drache. Elektrodrache, bitte. Nein, ist da. Genau, schön zum Inferno-Turm hin, genau. So, drei Sachen auf einmal gefriezelt. Vielleicht ein bisschen zu früh gefriezelt. 1, 2, 3 und zack, nochmal. Moment. 3, 2, 1, jetzt, so. Dann und Zauberkind drauf. Was haben wir denn noch? Da ist noch ein Katapult und jetzt sind sie ja nicht mehr unverwundbar. Nämlich, ja, immer noch. Jetzt sind sie nicht mehr unverwundbar. Jetzt sind sie nicht mehr unverwundbar. Oh, ja, es ist so knapp. Wir kriegen es aber, glaube ich, hin. Warte. Komm. 1 Minute noch. 1 Minute 6. Ja, oh, sogar 3 Sterne. Gegen einen Gegner, der auch sogar was in der Clanburg hatte. Na, das hat doch mal gut funktioniert. Am Anfang schön einen kleinen Weg gebaut. Da reingegangen, die Adler-Dev geholt, den Feger geholt. Und jetzt ist noch... Da ist fast nichts mehr da. Und die Ballons werden uns jetzt natürlich noch helfen. Die werden uns jetzt noch helfen aufzuräumen, ein bisschen da oben. Ah, guck mal, da hat er es versteckt. Da hat er die Zauberfabrik versteckt. Was ist mit euch? Ah, ihr helft mit. 33 Sekunden, haben wir sonst irgendwo was? Boah, wenn ich da unten jetzt noch was vergessen hätte. Das sieht übrigens sehr cool aus, dass er das alles in die Mitte gestellt hat. Und das ist ja sogar gespawnt hier. Quasi da drin. Beziehungsweise vielleicht hat er es auch mit einer Schaufel verschoben. Das weiß ich nicht. Aber jetzt können wir endlich zurückgehen. So. Und zwar... Jo, da haben wir einmal draufgeklickt. 3, 2,
Eins. Hoffentlich zeigt er die E-Mail nicht an. Und die sind schon wieder hinter mir am Nagen im Käfig. Natürlich, immer wenn ich aufnehme, so... Ich muss ganz viel nagen. Hier ist es natürlich einfacher, weil wir ja hier genau wissen, was wir machen müssen. Wir wissen, hier müssen wir farmen. Wir müssen alles farmen. Wir wissen, den nehmen wir jetzt mal komplett auseinander, würde ich sagen. Mal überlegen. Feger stehen da und da. Was möchte ich denn rausnehmen aus dem Spiel? Was ich rausnehmen möchte, sind die Sachen. Magierturm. Hier, das. Das. Die drei Sachen. Die drei Sachen möchte ich aus dem Spiel nehmen. Die Luftabwehr nicht. Ich habe eh keine Lufttruppen in der Clanburg. Ja, das wollte ich rausnehmen. So, Rathaus ist mir jetzt erstmal egal. Das können wir vernachlässigen. So, Nummer 2, 3, 4, 5, 6 und Nummer 7. Die sprengen an allen Ecken auf. Nee, 1, 2, 3, 4. Ich teile die jetzt einfach mal so ein bisschen auf, in der Hoffnung, dass wir damit ganz gut fahren. Wobei, da unten brauchen wir nicht. Wir brauchen es jetzt nicht noch weiter aufzuteilen. Wir werden jetzt mal eben warten. Ja, so, das funktioniert. Das Problem ist jetzt nur, wir haben den Loot bekommen. Ich würde nur ganz gerne auch noch den Stern holen. Okay, es ist ja ähnlich. Nein, oh, den könnte ich aus Versehen schon gezündet. Oh, upsie, pupsi. Oh, warte mal, wir wenden einen kleinen Trick an. 3, 2, 1, jetzt. So. Hoffentlich klappt es. Es klappt. Yes, so, Stern geholt. Zweiten Stern will ich auch noch eben haben. Perfekt. Ja, das läuft doch. Es ist wenig Bonus. Das sieht doch gut aus. Ich würde mal sagen, wir suchen noch einen Gegner raus. Kurze Cut, Moment, du noch ausgebildet? Muss ich mir gleich mal überlegen, was ich noch ausbauen werde. Wahrscheinlich noch ein, zwei Mauern und dann gucken wir mal. Ich kann ja hier das ja auch noch ausgeben. Ein Stern für den Liga-Bonus. Für den Sternenbonus, den möchte ich auch noch ganz gerne haben. Kurzer Cut und bis gleich. Okay, während die Chins im Hintergrund noch fleißig an ihrem Haus knabbern, das müssen sie halt machen, die Zähne wachsen immer weiter. Von daher ist es absolut notwendig, dass sie die dann halt immer mal wieder kürzen, automatisch, beziehungsweise dass sie das machen müssen. Ja, wir haben ja hier einen gefunden, und zwar werden wir jetzt mal eben ganz schnell noch die Supermauerbrecher benutzen. Ich liebe die kleinen Fratzel. Die Supertruppen selber sind ja absolut geil, da gibt es ja nichts. Die gefallen mir wirklich sehr gut. So, da werde ich auch noch einen benutzen und da auch noch einen, dann sparen wir uns ein bisschen Weg. Wir müssen ja auch noch die ganzen Lager mitnehmen, wohlgemerkt. Wichtig. Ne, wenn wir die ganzen Lager haben, kriegen wir auch noch den ganzen Loot. Und wenn wir den ganzen Loot haben, dann ist natürlich noch besser. Ich könnte sogar noch den Zeppelin benutzen. Das werde ich auch, glaube ich, tun. Was soll der Geiz? So, drei... Jetzt. So, Königin ist sicher. Zeppelin läuft durch. Oh nein, das wäre fast in die Hose gegangen. Ja. Schnell Zeppelin. Ich möchte ja noch das Radaus haben. Okay, wo ist jetzt noch Loot? Oh, es ist noch Dunkles da. Eieiei. Es ist ja noch Dunkles in der Mitte. Bitte schnell, Leute, in das Dunkle noch. Nicht vergessen, das ist wichtig. Ah, wir haben alles. Den Stern haben wir auch. Ja, mal eben 2 Millionen. Läuft. Jetzt kriegen wir nämlich den Bonus noch. Und dann kann ich endlich noch was ausbauen. Es fehlen noch Mauern. Jetzt überlege ich nur, wo. Da haben wir fast alles. Ist in Ordnung. Da fehlen vor allem noch so Nachtdorf-Sachen hier, ne? Tobende Barbaren. Meisterhütten zerstören und Zerstörung in Duellen. Passt soweit. So, was haben wir denn? Ich könnte den Wächter machen. Ich bin aber im FW, mehr dazu später, könnte die Gladi machen, das kann ich aber auch noch nach dem FW machen, denn die Sprungfalle ist sowieso bald fertig. Dann werde ich mir eben eine Mauer machen. Die Frage ist nur, wo fehlen noch welche? Wo fehlen uns noch Mauern? Wenn man sie sucht, findet man sie ja meistens nicht, das ist ja immer der Klassiker. Es sind doch ein paar. Ich glaube, 6 Stück fehlen mir noch. Wo denn? Warte mal, Layout bearbeiten. Mauern anzeigen. Ah, da sind 2 und da oben ist auch noch eine. Dann machen wir doch erstmal die beiden da unten. Oder nee, wir machen die da oben. Das ist einfacher für mich zu merken. Da. Und da ist eine.
Wie viel fehlen denn jetzt noch? 4 Stück, also eine können wir auf jeden Fall noch machen. Wenn ich wüsste, wo sie war, dann könnte ich sie auch angehen. Aber ich habe es schon wieder vergessen. Ich weiß, dass sie irgendwo hier in diesem Bereich... Da. Da ist noch eine. So. Und jetzt können wir noch etwas Kleines ausbauen mit Gold. Und zwar mit Gold die Riesenbombe. Und dann haben wir alles. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Bewerbt euch noch weiter für die Clan... Für die Dorfbesuche. Code mbf@gmail.com. Ich sage vielen Dank. Denkt auch gerne an meinen Creator-Code mbf. Schickt doch gerne ein Bild dabei, wenn ihr euch bewerbt. Und gebt ihn natürlich auch so ein. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.